Auf einem Farbfoto aus den 70er Jahren sieht man eine Runde gut gelaunter junger Menschen im Schneidersitz auf bunten Kissen. Das etwas unscharfe Bild stammt aus dem Unterricht bei Karl-Heinz Stockhausen, aber die Personen sind trotzdem gut zu erkennen, vor allem Claude Vivier, der mit einem kanadischen Kunststipendium nach Europa kam, und neben ihm der 3 Jahre jüngere Robert H.P. Platz, der von Wolfgang Fortner zu Stockhausen gewechselt war. Für viele junge Komponisten, übrigens auch für Jörg Höller, war Stockhausen damals eine ungeheure Anregung, wegen seines Charismas, seiner unakademischen Art, immer neue Wege in der Musik zu öffnen, nicht zuletzt wegen seiner guten Beziehungen zum Rundfunk und zu den Veranstaltern in aller Welt. Die besseren von Stockhausens Schülern haben sich musikalisch dann in ganz andere Richtungen entwickelt und doch blieben Inspirationen erhalten. Ähnlich wie Stockhausen seit den 70er Jahren ist auch Robert H.P. Platz der Ansicht, dass es zwischen seinen Werken mehr Verbindungspunkte gibt als seine eigene Persönlichkeit. Eher sieht er ein naturhaftes Wachsen und Werden von unterschiedlichen Besetzungen, Gestalten und Ideen aus der gleichen DNA, eine große und nie abgeschlossene Polyphonie von Formen und Genres. Dabei sind Schwerpunkte und Zentren erkennbar, an die wiederum kleine Werke andocken oder anwachsen. Zuletzt das Projekt einer Oper mit dem Titel Anderswo, für die Libretto und Einzelteile gerade entstehen. Und die Überschrift des Orchesterstücks, das wir gleich hören werden, zeigt an, dass es sich eines Tages in die Oper einfügen wird. Anderswo, Wand. Noch gibt es keinen Gesang, aber die Orchesterstimmen verkörpern plastisch, was der Komponist sich vorstellt. Eine Wand aus Namen von Holocaust-Opfern, die von den Instrumenten mit Wucht herausgeschrien werden, die sich aber bald in individuellen Linien und Klangfiguren verästeln. So wird der massive Klang am Beginn immer durchsichtiger, die Spannung löst sich auf in zarte, sinnliche Stimmungen, getragen von der Soloflöte, der Sologeige, Oboe oder Trompete. Ab der Mitte des Stücks gibt es dann auch eine räumliche Polyphonie. Ein Schlagzeuger agiert auf dem Balkon im Sendesaal, man hört eine Geige aus der Ferne und ein Englischhorn aus der Seitentür. Und immer sieht Platz sie, diese Idee der Vielstimmigkeit, auch als politischen Appell. Individuelle Stimmen müssen hörbar bleiben und geduldet werden. Und nur eine Gesellschaft, die diese Polyphonie aushält, verdient den Namen demokratisch. Anderswo, Wand von Robert H.P. Platz, ein gemeinsamer Kompositionsauftrag des Saarländischen und des Westdeutschen Rundfunks. Hören Sie jetzt die Uraufführung mit dem WDR-Sinfonieorchester, geleitet von Bas Wiechers. Thank you.
Musik.